Entschuldige bitte für diesen Krach. Ich mache einmal zu. Die Kinder sind nämlich gerade draußen im Wassersprinkler springen. Was ist, Elisa? Nicht die Scheibe anfassen! Nicht die Scheibe anfassen! Da ist das kleine Mädchen. Also, ich habe was ganz Tolles vor. Jetzt, gleich, sofort, heute. Oh Mann, ich bin so aufgeregt wegen heute. Ich werde jetzt alleine shoppen fahren. Und zwar nicht irgendwohin shoppen, sondern zu einem Asiamarkt. Ich hatte vor etwas mehr als einer Woche eine Nachricht bekommen von einer lieben Zuschauerin. Und sie hat mir geschrieben, dass ihre... Was ist los, Justus? Da muss ich erst mal Beauty das machen, bevor er reinkommt. Was ist denn? Kann ich reinkommen? Ja, wir können reinkommen. Ich habe nur zugemacht wegen dem Sprinkler. Das ist so laut immer. Nein, also sie hatte mir geschrieben und hat mir gesagt, dass ihre Eltern hier in Hamburg einen Asiamarkt haben. Und zwar einen, der extra spezialisiert ist auf koreanische Produkte, weil sie eben selber Koreaner sind. Und in der momentanen Zeit, ja, versucht sie, ihre Eltern zu unterstützen. Beziehungsweise sie hat mich gefragt, einfach, ob ich nicht Lust hätte, da mal vorbeizuschauen. Es gibt dort nämlich auch selbstgemachte Kimchi und selbstgemachte Kimbap. Sag mal Kimbap, Jo. Ich hab's dir doch noch beigebracht. Sushi, dachte ich. Ja, koreanische Sushi-Rollen, die heißen Kimbap. Kimbap. Gut. Ich hoffe, die haben Lachs-Avocado. Justus isst nur Lachs-Avocado-Sushi. Ja. Kann man sogar froh sein. Ich meine, er ist ein Brotmann. Dass er überhaupt sowas oder ist. Oder ein Lachs. Also ich bin ja hier nicht, ne? Nur Gourmet. Ja, und sie hat mich damit überzeugt, dass es dort selbstgemachte Kimchi, selbstgemachte Kimbap von ihrer Mami gibt. Und klar gucke ich da vorbei. Ich wollte sowieso wieder zum Asiamarkt. Und guck mal, was da steht. Das brauche ich gleich. Tasche habe ich schon eingepackt. Mundschutz habe ich schon im Auto. Also diese Dinge hier. Einen riesigen Korb brauche ich. Und ich brauche noch was zum Kühlen. Ich weiß nicht, ob ich da was zum Kühlen kaufen werde, aber falls, dann wird es auf jeden Fall nützlich sein. Ich freue mich auch riesig, dass das ja irgendwie so Teil der Community ist, den ich jetzt damit unterstütze, wenn ich da einkaufe. Ich nehme dich ein bisschen mit, zeig dir mal, was es da so gibt. Vielleicht ist das ja auch für den einen oder anderen interessant aus der Community. Und was auch noch ganz toll ist, darauf freue ich mich auch super mega mäßig doll. Ich treffe gleich noch jemanden, aber das erzähle ich dir später. Tschüss! Guck mal, was ich heute anhab. Meine Toms! Meine liebsten Schuhe. Endlich lässt das Wetter das zu. Ich muss mir ein Navi stellen. Ich war da ja noch nie. Bin sehr gespannt. Es ist wohl eher ein kleiner Asiamarkt, aber die Auswahl soll trotzdem groß sein. Es geht los. Oh Mann, ich freue mich so verrückt. Es geht wieder um Essen. Ich habe es geschafft. Ich bin angekommen. Ich habe sogar einen Parkplatz bekommen. Schau es dir an. Das ist ja immer so meine allergrößte Sorge. Also hier gibt es tatsächlich viele Parkplätze, falls du hier shoppen gehen kommst. Ich verlinke dir sowieso einmal die Adresse in der Infobox. Ja, ich sehe den Laden da auch schon an der Ecke. Ich freue mich so sehr. Bin sehr gespannt, was sie da so haben. Ich habe mich natürlich angekündigt. Also sie wissen, dass ich vorbeikomme, dass ich bereit bin, viel Leckeres zum Essen mitzunehmen. Nimm noch mein Körbchen mit, direkt zum Shoppen. Jetzt habe ich Hunger. Also hier in der Ecke war ich auch noch nicht. Vorher. Da ist der Asiamarkt. Da. Ach, guck mal, so sieht er aus. Noch zwei, drei Kunden. Okay. Hallo. Hallo. Ich bin Nancy. Ja, Fern ist meine Tochter. Ja, genau. Oh. Meine Lade ist so klein. Ja, aber ich guck mal, ich finde bestimmt was. Hallo. Ich guck mal. Oh, hier gibt es schon mal Knabbereien. Vormittag ist so viele Leute. Ja, unsere so Laden, drei Leute Abstand. Ja, habe ich schon gesehen. Ja. Gut, ja. Essen ist ein bisschen ruhig, ne? Ja. Oh, das sieht gut aus. Ist das lecker? Das ist koreanisches Kuchen, ja. Ein Kuchen, ah, okay. Ach, das ist Mochi, das kenne ich. Das kann man so essen, ne? Ja, ja. Haben Sie das nur in so großen Packungen oder auch kleiner? Nur diese große. Oh, okay. Ja. Das ist ganz schön viel. Moment. Okay, dann nehme ich das so mit. Die sind nämlich richtig lecker. Das habe ich dir auch schon mal gezeigt, glaube ich.
dass man die einfach so snacken kann oder eben zu Reis essen kann. Ach, guck mal, hier gibt es auch diese Pasten, diese scharfen Pasten, die ich auch immer so benutze. Was ist das denn? Ich muss hier mir mal alles angucken, was hier alles gibt. Ach, das ist toll. Guck mal, das gibt es hier auch. Ja, so wie ein Topf. Das habe ich dir auch schon mal gezeigt. Und dann kann man darin auch kochen. Und dann bleibt es auch besonders lange warm. Da kann man dann auch so ein Tellerchen benutzen, da drunter legen. Ich glaube, ich habe dir das schon mal gezeigt in dem Vlog. Ich wollte das eigentlich auch noch mal in Größe haben. Guck mal, das gibt es auch noch in so als Stein. Oh, das ist eine Riesenpaste. Guck mal, wie groß die ist. Ich habe sonst immer diese hier, die Größe. Das sind 1 Kilo. Also 1 Kilo habe ich sonst. Die gibt es aber auch noch kleiner. Guck mal, gibt es auch noch so in so klein. Das ist die Hälfte, 500 Gramm. Dann nehme ich einmal diese Chili-Paste mit. Brauche ich mal für meine, also eigentlich alle scharfen Gerichte. Ah, dafür bin ich hergekommen. Das sind die selbstgemachten Gimbap. So heißen die. Sehen aus wie Sushi-Rollen, sind aber koreanisch. Das ist die letzte. Dann nehme ich die mit. Oh, hier gibt es noch mehr Frisches. Was haben wir denn noch hier? Eier, Frühlingszwiebeln. Was ist das? Oh, was haben wir hier? Ach, guck mal. Shiitake-Pilze. Und zwar in frisch. Das sieht man ja sonst auch nicht. Sonst hat man die ja immer nur so getrocknet. Oh, guck mal, es gibt Enoki-Pilze. Okay, davon nehme ich auf jeden Fall. Ich nehme 2 Packungen mit. Kann man auch super einfach, ja, zu allen Gerichten eigentlich essen. Ach, guck mal, das gibt es ja auch, diese Rettiche. Die schmecken auch sehr lecker. Es ist so ähnlich so eingelegt wie Kimchi. Kann man einfach auch so dazu snacken, immer zu Gerichten. Oh, ich bin froh, dass es hier Enoki-Pilze gibt. Oh, dafür hat es sich schon gelohnt. Das sind diese Reiskuchen. Die da. Die habe ich dir schon mal gezeigt. Die sind super lecker. Das sind diese Plättchen. Dann haben sie die hier auch in länglich. Die habe ich ja in so super dick. Aber es sind eigentlich dieselben, nur halt ein bisschen dünner. Oh, das sind diese Lotuswurzeln. Das mit den Löchern. Also hier sind ganz viele Sachen, die ich haben will. Das habe ich schon mitgenommen. Das ist eingelegter Rettich. Also ich liebe ja so eingelegte Sachen. Die kann man immer super toll zu Reis essen. Ich gucke gerade, was ich noch dazu nehme. Was ist das denn hier? Das sind Knoblauchstiele. Was ist das hier? Achso, das ist Wakame. Das ist tiefgekühlte Wakame. Ich habe überlegt, ob ich das hier noch mitnehme. Das scheint so ein Suppenstock zu sein für solche Eintöpfe. Das ist doch toll. Das nehme ich auch mit. Ach, guck mal, hier gibt es Peking-Enten-Soße. Das brauchst du, wenn du Peking-Ente selber machst. Die hier ist das. Schmeckt so ähnlich wie diese Hoisin-Soße, aber ist doch anders. Also aktueller Stand. Ich habe sehr viel Leckeres gefunden. Ich gucke mal noch die ganze Zeit. Es sieht zwar klein aus, der Laden, aber es ist ganz, ganz viel Auswahl da. Ich würde am liebsten noch mehr von diesen Tiefkühlsachen mitnehmen. Aber das Problem ist, dass sie ja gekühlt sein müssen. Ich weiß nicht, wie viel noch in unsere Tiefkühltruhe passt. Ich habe jetzt noch mal ganz viele so eingelegte Sachen mitgenommen. Ich glaube, das reicht. Aber es wird auf jeden Fall nicht mein letzter Besuch hier gewesen sein. Also ich gehe jetzt einmal bezahlen. Oh, ich habe richtig tolle koreanische Sachen gefunden, die man in so einem normalen Asiamarkt noch nicht mal findet. Weil, warte mal, ich kann jetzt abnehmen, ne? Oh, atmen! Besonders solche Suppensoßen oder auch Gewürzpasten, die gibt es wirklich nur beim Koreaner. Und die habe ich jetzt alle bekommen. Und ich freue mich schon riesig aufs Kochen. Ich muss jetzt einmal kurz umstrukturieren. Oh, da sind Politessen. Durfte ich hier parken? Ich glaube, ich durfte hier parken, oder? Ohne Parkschein. Ich nehme an, ich durfte hier parken. So, auf jeden Fall muss ich jetzt ein bisschen umstrukturieren. Da sind jetzt ganz viele Sachen drin, die einfach in die Tiefkühlbox müssen. Ich habe auch noch ein bisschen Zeit. Zum anderen Termin, was ich heute noch habe. Das erzähle ich dir jetzt auch gleich. Wenn ich hier umgepackt habe, ist es, glaube ich, gerade hier so laut an der Straße. Das freut mich so sehr, dass ich das echt bekommen habe. Und ich habe die letzte Packung bekommen. Ich wollte eigentlich noch mehr mitnehmen. Alles Tiefkühlzeug hier rein. Das muss auch da rein. Gas.
Oh, ich habe doch viel zu viele Sachen gekauft. Obwohl Justus mir das nicht erlaubt hat. Er meinte, wir haben keinen Platz mehr. Die Gnocchi-Pilze kommen auch noch da rein. Und ganz oben drauf das. Ich möchte am liebsten jetzt schon probieren. Halte dich zurück, Nancy, halte dich zurück. Huhu, ich bin schon da. Bin ein bisschen zu früh. Aber ich warte jetzt auf dem Parkplatz auf dich. Also bis gleich. Mittagssnack. Selbstgemachte Bibimbap. Die gibt es übrigens nur samstags bei Kim. Also falls du die auch mal probieren möchtest, dann fahr samstags hin. Ich habe jetzt Hunger. Es ist nämlich Mittagszeit. Justus ist ja zu Hause mit den Kindern und versorgt sie heute, damit ich heute komplett nur Asiamarkt-Shopping-Hall betreiben kann. Und ich wollte ja noch erzählen. Oh, warte mal, guck mal, wie lecker das aussieht. So sieht das aus. Ja, sieht eigentlich aus wie Sushi, ne? Aber es ist koreanische Sushi. Das ist dieser Rettich, den ich dir gezeigt habe, der so eingepackt war. Ich könnte mir jetzt keinen leckeren Mittagssnack vorstellen. Sie beeilt sich. Ich habe Justus versprochen, dass ich ihm noch was übrig lasse. Und sei schnell samstags, sonst sind sie ausverkauft. Jetzt kann ich mit dir reden. Ich treffe mich jetzt gleich mit Anna. Anna ist eine liebe Zuschauerin aus der Community und ich habe sie einmal persönlich kennenlernen dürfen, und zwar bei einem Community-Treffen. Das ist jetzt ungefähr ein Jahr her. Das war auch hier in Hamburg gewesen und seitdem schreiben wir uns immer noch ab und zu. Sie ist nämlich auch, ja, so eine Verrückte wie ich, so essensverrückt. Sie liebt Durien, sie liebt allgemein asiatisches Essen. Sie mag keine Meeresfrüchte, was ich absolut nicht nachvollziehen kann. Das ist das Einzige, wo ich mir denke, warum? Aber ansonsten sind wir beide total essensverrückt. Und immer wenn wir uns schreiben, dann geht es immer nur ums Essen. Und immer nur darum, hast du das schon probiert? Guck mal, hier gibt es noch sowas und so. Und seit dem letzten Mal, als wir uns beim Zuschauertreffen getroffen haben, sehe ich sie gleich wieder. Wir haben uns verabredet zum Essen shoppen. Ich habe das Justus erzählt und er meinte dann nur, okay, es haben sich zwei gefunden. Ja, ich freue mich riesig auf sie. Ich bin ja auch die letzten Wochen nicht so richtig rausgekommen und jetzt gleich sowas. Also ich freue mich so sehr darüber, dass ich gleich mit ihr einfach Essen shoppen kann, über Essen reden kann, Essen probieren kann. Ich bin ein bisschen früh dran, weil ich so aufgeregt war. Ach ja, aber sie freut sich auch drauf. Sie meinte schon, sie kommt gleich. Sie beeilt sich jetzt auch extra. Hier kann ich dich aber nicht mitnehmen, also zu diesem Asienmarkt geht das nicht so. Aber ich zeig dir das gleich trotzdem so ein bisschen, was wir geshoppt haben. Und ihr macht es auch nichts, wenn ich sie vlogge. Ich habe sie auch direkt gefragt. Ich muss ja immer fragen, ne? Darf ich dich mitvloggen? Und sie meinte, ja, ist okay. Ach, weißt du, was ich jetzt mache? Ich mache jetzt eine Insta-Story. Das mache ich immer. Immer, wenn mir langweilig ist und ich mir denke, was mache ich jetzt? Mir ist langweilig. Dann mache ich Insta-Story und dann kriege ich auch immer ganz viele Antworten auf die Insta-Story. Dann lese ich sie mir durch. Dann ist mir nicht mehr so langweilig. Also folge mir auch gerne auf Instagram, falls du es noch nicht machst. Und vertreibe mir dort meine Langeweile, die ich so ab und zu habe. Okay, sie hat mir geschrieben, dass sie jetzt da ist. Jetzt muss ich ja mal auf die Suche gehen. Ah, ich glaube, da ist sie. Warte mal, da hinten. Ja, das ist sie doch. Guck mal, da ist sie. Die Anna, ich habe schon von dir erzählt. Ja. Oh, schön, dass du jetzt da bist. Jetzt können wir shoppen gehen. Hat das geklappt? Hast du jetzt auch kinderfrei? Ja, also, guck ja, es dürfen sich ja welche wieder treffen. Und ja, ja, genau. Ja, und jetzt kommt noch ein Freund und mein Mann so, oh nein, drei Jungs. Und ach so. Der ist dann immer so. Aber schafft er, wir sind ja nicht lange unterwegs. Das. Aber er war halt so gestresst, weil er noch arbeiten musste. Wir haben uns lange nicht gesehen. Ja. Ich habe schon gesagt, fast ein Jahr oder so ist das her. Ne? Ja. Bist du bereit? Ist es voll? Hast du schon gesehen? Ich glaube, es ist sehr voll. Die Autos sind hier echt. Also, eben war es noch nicht so voll. Ich
hoffe, es gibt Durien. Ja, ich auch. Und dann hast du gesagt, oh nein, das stinkt. Was willst du damit? Also wenn es Durien gibt, kaufe ich 2 Packungen. Mal gucken, ob wir hier reinkommen. Ihr muss sich noch Schlange stehen. In die Hand. Ja, ich glaube schon. Was auch mal die hübsche Maske. Ja. Hat meine Schwester genäht. Ach, riechst du es? Justus, guck hier. Riechst du es? Riechst du es? Die Durien! Oh mein Gott, Justus, ich habe so viel eingekauft. Ich habe das leckerste, aller leckersten Dinge eingekauft, die es auf der Welt gibt. Ich muss dir alles zeigen. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Durien-Eis? Durien-Eis gibt's, ja. Für Durien-Eis hast du sicher noch Platz. Aber ich muss mich erstmal besinnen. Das war so toll! Justus! Es war richtig toll! Es war so toll. Ich habe so viele. Ich habe sogar diese Weißkorn-Süßigkeiten da bekommen jetzt. Oh. Ja. Und guck mal, was ich gekauft habe. Das habe ich doch in China gegessen, weißt du noch? Das habe ich dir doch gezeigt. Komm, da esse ich jetzt so ein. Guck mal, Justus. Ah. Cool, oder? Schräg. Die gab es da. Nun, die musst du tiefkühlen. Tu mal schnell rein. Ja. Und hier, probier das mal hier. Das sind diese koreanischen Rollen. Durien-Eis. Ja, wir kriegen das nicht in den Kühlschrank. OMG, das kriegst du sowas von in den Kühlschrank. Ja, wir haben jetzt nur noch das untere Fach. Das habe ich jetzt freigeräumt. Ja, dann mache ich jetzt die Packung ab. Also, Durien-Eis, ja? Durien-Eis. Durien. Oh, es gab leider keine Durien mehr. Also frisch. Gab es nur noch tiefgekühlt. Einmal in ganz, das habe ich da glaube ich auch schon mal gezeigt, und einmal eben so schon fertig gemacht. Ich habe 2 Packungen gekauft, die kommt in die Tiefkultur. Und die andere Packung ist die. Da wusste ich jetzt nicht, wo der Unterschied ist zwischen den beiden. Aber die esse ich heute, deshalb darf sie draufladen. Und das kommt in die Tiefkultur. Du bist gar nicht begeistert. Ich habe dir gesagt, du darfst keine Eiswaren kaufen. Weißt du, wen ich getroffen habe da? Beim China, beim Asiamarkt. Einen Chinesen? Den Chef vom China-Restaurant. Nee. Ja? Echt? Ja, voll lustig. Sehr witzig. Habe ich so gewunken. Oh, und er hat dann auch gewunken. Alle Asiaten sind da. Er kauft da auch einen. Okay. Ist das nicht lustig? Hamburg ist sehr klein. Also ich habe jetzt Enoki-Pilze gekauft und habe noch solche Pilze gekauft. Guck mal, die sehen auch total lecker aus. Guck mal, was ich gekauft habe. Das sind diese Fladen. Ah. Diese Peking-Enten-Fladen. Die muss man dann nicht mehr selber machen, so mühselig und mühsam, sondern die gibt es wirklich so fertig, so wie ich dir das auch gezeigt habe vom China-Restaurant. Ich wette, die kaufen die auch. Das ist. Was machst du denn da? Ich hab Hunger. Ja, ich hätte am liebsten noch mehr davon gekauft, aber die hatten nur noch eine Packung. Okay, was habe ich noch gekauft? Ich zeig jetzt erstmal mein Haul. Ja, das ist so krass, was ich alles gekauft habe. Seidentofu ist ein Muss, wenn ich im Asiamarkt bin. Kriegt man auch mittlerweile nicht mehr in jedem. Ist, glaube ich, ja, zu teuer oder so. Auf jeden Fall hält es sich auch nicht so lange. Dann habe ich diese Dim Sum gekauft, aber nur weil Anna die gekauft hat. Ich hatte mich da ja getroffen, Justus. Mit Anna hatte ich mich da getroffen. Anna? Ja, mit der Asiatin, die doch auch so essensverrückt ist wie ich. Ja, sie heißt Anna. Ja, sie heißt Anna. Ich heiße auch Nancy. Ich muss ja nicht immer so asiatische Namen sagen. Ja, genau, die hat sie mitgenommen. Dann mache ich ja, dann nehme ich die auch mit. Will die auch probieren. Justus, hast du noch Tiefkühlplatz? Hier vorne im untersten Fach. Okay. Habe ich das gekauft? Ich glaube, das sind so Mochis. Die will ich auf jeden Fall probieren. Dann habe ich noch beim Kim, beim Asiamarkt Kim, beim Koreaner, da habe ich das hier gekauft. Diese Brühe. Dann habe ich diese Soße gekauft. Und das ist dieses selbstgemachte Kimchi. Da habe ich jetzt diesen kleinen Pott mitgenommen. Er hatte aber auch größere Potte, falls du mehr Kimchi haben möchtest. Da bin ich sehr gespannt auf den selbst eingelegten Kimchi. Das möchte ich unbedingt ausprobieren. Dann hatte ich ja noch diese eingelegten Sachen gekauft. Das ist auch alles so ein bisschen scharf, glaube ich. Ich liebe das ja. Und dann noch diese Fishcakes. Die Koreaner. Ich weiß nicht, ob du dich für koreanisches Essen interessierst. Auf jeden Fall essen sie solche Dinge. Und wenn ich das schon sehe, oh, dann habe ich sowas von Appetit. Und dann habe ich noch Seidentofu gekauft. So, in dieser Verpackung. Oh, das riecht durch die Verpackung durch, ne? Das ist echt der Wahnsinn. Anna hat sich übrigens auch Durien gekauft, natürlich. Oh, ja, leider hatten wir keine Zeit mehr, beziehungsweise sie hatte nicht mehr so viel Zeit für mich. Nach dem Shoppen, weil sie noch Gäste zu Hause hat. Und ja, die lässt man nicht warten.
Deswegen haben wir nicht mehr so viel gequatscht, obwohl wir schon nochmal viel gequatscht haben. Nochmal über so ein paar Dinge, die sie beschäftigen, die mich auch beschäftigen. Ja, das ist Durian. Und es riecht einfach nur göttlich. Ich muss sagen, tiefgekühlte Durian ist nicht so lecker wie frische Durian. Aber hier in Deutschland kann man froh sein, dass man überhaupt Durian kriegt. Also bin ich froh, dass ich tiefgekühlte Durian bekommen habe. Oh, die werde ich heute essen. Also ich muss eigentlich nur noch warten, bis sie aufgetaut ist. Freue ich mich schon sehr, 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 sehr auf diesen Durian-Geschmack, den ich sehr, 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 sehr vermisst habe. Hast du mittlerweile schon mal Durian probiert? Schreib mir mal. Solche Pilze habe ich auch noch gekauft. Ich liebe ja Pilze allgemein. Diese Enoki-Pilze sind so lecker. Das habe ich noch gekauft. Das ist so für Hühnersuppe. Einfach so, ja, Gewürze, Kräutermischung zum Schmoren von Hühnchen. Oh, das habe ich hier noch gekauft. Weißt du auch, was das hier ist? Meine schwarzen Eier. Ich liebe sie. So sehen sie aus. Das sind sie. Und wenn man die Schale abmacht, dann sind das ja richtig pechschwarze Eier. Oh, und was ich gekauft habe noch bei dem kleinen Asiamarkt bei Kim. Und das kriegt man echt nur da. Wenn du koreanisch essen willst, dann kriegst du das wirklich nur da bei Kim. Und zwar dieses Teobokki. Wie, ob ich das richtig ausspreche. Auf jeden Fall sind das diese Nudeln mit dieser Soße. Und ich habe erst nur diese Nudeln gesehen und habe ich nur gefragt, haben sie auch die Soße dazu? Und ja, haben sie. Und da habe ich direkt wie viele Packungen mitgenommen von der Soße? 4. Dann habe ich noch richtig lecker meine geliebten Mangosteen gefunden. Wir hatten auch welche hier im Supermarkt letztens, aber die waren alle schlecht. Die waren alle schon verschimmelt innen und die waren echt nicht günstig und das war so schade. Ich hoffe, dass die gut sind jetzt aus dem Asiamarkt. Eingelegtes Senfgemüse. Das muss man sich so vorstellen wie Sauerkraut, nur asiatisch. Das habe ich dir, glaube ich, auch schon mal gezeigt. Das gibt es auch in scharf und das esse ich total gerne zu meiner Reissuppe. Und dann so ein bisschen so salziges, scharfes Zeug dazu. Das ist so lecker. Ich könnte mich nur davon ernähren. Und davon auch. Davon habe ich 3 gekauft. Hier, guck mal, 3. Und zwar ist das eingelegte Rettich. Der ist so lecker. Oh, das habe ich auch noch gefunden. Das habe ich auch bei koreanischen Gerichten gesehen. Aber das ist eigentlich nur, was hat Anna gesagt? Wie nennt man dieses Fleisch? Dosenfleisch? Nee. Wie nennt man das denn, dieses eingelegte Fleisch? Auf jeden Fall essen das die Koreaner auch immer. Man kann das entweder so roh essen direkt oder man kann das nochmal anbraten. Und das habe ich auch schon überall gesucht. Das habe ich noch nirgends gefunden. Und heute endlich, heute ist sowieso mein Glückstag. Ich habe heute so viele tolle Sachen. Warte mal, es geht direkt weiter. Und zwar mit dem allerbesten, was ich heute gefunden habe. Erinnerst du dich noch, in China habe ich diese Weißdorn-Süßigkeiten so sehr geliebt. Einmal quadratisch habe ich sie mitgenommen. Dann habe ich sie in groß und länglich mitgenommen. Dann habe ich sie in diesen kreisrunden Formen mitgenommen. Dann habe ich sie in diesen Platten mitgenommen. Das ist eigentlich alles immer dasselbe, nur in unterschiedlichen Formen. Aber das ist einfach so lecker. Das sind auch nochmal welche. Einfach nur so wie diese Runden hier, nur in noch kleiner. Dann habe ich noch meine Lieblingsscharfe Nudeln mitgenommen. Das ist Stew Type. Ist auch schon sehr scharf. Anna meinte zu mir, kannst du wirklich, ja, kannst du das wirklich essen? Ist dir das nicht zu scharf? Nein, das kann ich essen. Das schmeckt sehr, sehr gut. Johann isst das auch total gerne. Clara auch. Justus auch. Aber ich möchte nicht, dass sie das so viel essen. Es ist ja wirklich ungesund. Ja, deswegen muss ich da so ein bisschen aufpassen. Deswegen mache ich mir das eigentlich auch immer nur selber. Dann abends. Es ist schon gemein, weil es echt lecker ist, aber es ist halt nicht so gesund. Deswegen soll man das nicht so viel essen. Ist das nicht ein riesen XXL Asiamarkt Hall? Oh Mann, mit Durian und alles, was es Leckeres gibt auf der Welt. Es war so lustig da. Es hat mir so viel Spaß gemacht mit der Anna. Sie hat Dinge gesehen, da wollte ich die haben. Dann hat sie gesehen, dass ich was genommen habe, dieses Senfgemüsezeug, da musste sie das auch mitnehmen. Ich würde sagen, ich verabschiede mich für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielleicht koche ich dann mit dir so ein paar asiatische Gerichte. Falls dich das interessiert, dann schreib mir das gerne. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!